Und los geht's. Hey, was soll denn das? Verdammt, tut das weh. Ich sag doch, ich fahre. Na dann, nichts mehr weg hier. Man kann auch auf die Hunde hauen. Einfach nur aus reiner Gehässigkeit. Verdammt, tut das weh. Ich sag doch, ich fahre. Na dann, nichts mehr weg hier. Ja, zieh mal einen Hebel. Oh yeah, Hebelzieher. Ach, Drücker, auch gut. Achso. Wollte gerade sagen, Hebelziehen wäre vorwärts gewesen. Ja, hatte ich auch so gedacht. Komm schon, mach dich nicht so schwer. Wir haben noch Arbeit vor uns. Die wirst du wohl ohne mich erledigen müssen. Ich schaffe es nicht mehr. Wovon redest du denn da? Natürlich schaffst du das. Leider nicht. Er hat mich doch ganz schön getroffen. Du bist jetzt wieder auf dich allein gestellt. Versprich mir, dass du Goal retten wirst. Und Deponia. Und dass du es nach Elysium schaffst. Du es... Tu es für mich. Oh, dieses Husten ging immer so fiese. Halt durch. Du kannst es noch schaffen. Nein, es ist zu spät. Alles wird dunkel. Du musst wach bleiben. Hörst du? Gib jetzt nicht auf. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Ich komme schon klar. Solange ich auf der anderen Seite keine Schrottpressen reparieren muss. Oh. Alter. Wie viel Päckchen muss man am Tag rauchen, um so zu husten? Lass mich jetzt nicht allein. Du kriegst das auch ohne mich hin. Du hast es immer alleine geschafft. Wäre doch eh blöd gewesen, wenn wir uns den Ruhm hätten teilen müssen. Ich schaff das nicht ohne dich. Na, no, diese Augen, kleiner ey. Anakin, Rufus. Kleiner das tust du. Und tief in deinem Herzen weißt du das auch. Ich glaube an dich. Ich liebe dich. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Ich bin ja auch echt lässig. Mach's gut, Rufus. Leb wohl. Leb wohl. Hast du's bald? Ich will ja nicht unromantisch erscheinen, aber wir haben hier nach wie vor ein paar riesige... Au! Oh. Da fliegt das Boot hoch. Das war's dann wohl. Schließlich hast du es doch noch geschafft, uns alle zu töten. Die Kanone war unsere letzte Chance. Und nun ist sie verstopft. Dann schieß sie halt wieder frei. Und es ist alles deine Schuld. Vielen Dank auch, Rufus. Stopp! Ihr solltet euch was schämen. Ihr genau. Wollt allen Ernstes Rufus die Schuld geben? Wo wärt ihr denn jetzt ohne ihn? Doch immer noch zu Hause in Kuwak oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und ihr würdet da euer kleines Süppchen kochen und nicht einmal hochgucken, bevor die Bombentürme ihre Klammern öffnen. Er war es, der euch hierher gebracht hat. Er hat für euch und euren Planeten gekämpft. Und das, obwohl ihr ihn hasst. Er hätte mehrfach mit mir nach Elysium gehen können. Aber er tat es nicht, weil er euren Planeten nicht auf dem Gewissen haben wollte. Und nun verdammt ihr ihn nur, weil er das Gleiche auch für Elysium tut? Goal! Oh, Goal! Du lebst! Und du siehst gut aus! Und du siehst gut aus. Du lebst! Aber... Und du siehst gut aus. Aber warum eigentlich? Wo warst du nur? Es ist eine lange Geschichte. Die damit endete, dass Argus mich von der Spitze der oberen Aufstiegsstation werfen ließ. Rufus... Was ist ein Dreckigen? Ein Rufus sprang mir hinterher und erwischte mich nur wenige Meter vor dem Aufprall. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Flugroboter. Ich wurde abgeworfen, kurz bevor er das Tor zum Rebellenlager passierte. Zum Glück landete ich sanft auf einem Teigtaschenstand. Teigtaschen. Kann ich euch kurz unterbrechen? Teigtaschen. Bei aller Wiedersehensfreude. Hallo, Goal. Toni. Wir sind trotzdem noch zum Tode verurteilt. Ihr erinnert euch? Lass sie doch, Toni. Es ist egal. Wir können ohnehin nichts mehr tun. Ich weigere mich, das zu glauben. Es muss noch einen Weg geben.
Es gibt einen Weg. Der ist nicht schön, aber... Was guckt ihr mich so an? Mein Plan war das mit der Kanone. Denkt ihr wirklich, ich hätte das gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gesehen hätte? Wenn ihr einen Plan wollt, dann muss der schon von Rufus kommen. Ist das dein Ernst? Und gute Nacht. Nee, überhaupt kein Thema. Doc, ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Tagen durchaus ziemlich viel Mist gebaut und... Natürlich hat Rufus einen Plan. Was habe ich? Na, einen Plan. Einen genialen Superplan. Seinen besten bislang. Und er beginnt mit einem P, richtig? P wie... Doc arbeitet für Seagull. Von dem kann... Ein Stift. Und mit dem Stift können wir auf den Plan malen. Okay, ein Plan also. Komm schon, Rufus, du bist gut in sowas. Du bist super, super, super. Nein, verdammt bist du nicht. Du hast alles vermasselt. Ach, jetzt sei doch mal nicht hart zu dir. Der Fahrstuhl ist futsch. Und Deponia wird gesprengt. Ein Plan der Welt könnte das noch aufhalten. Jetzt sei doch mal nicht so... Irgendwo in diesem Stift versteckt sich ein neuer Plan, der nur darauf wartet, zu Papier gebracht zu werden. Ich muss ihn nur irgendwie da herausbekommen. Irgendwo ich... Hier fehlt ein Plan. Haben wir noch irgendwas hier? Tony, Donna, Doc, Bozo, Goal, alle erwarten gespannt... Dass ich einen Plan zu Papier bringe. Plan. Ich würde ja gern, aber er will ja nicht. Er plant nichts mehr heute. Oh, verdammt, mir fällt nichts ein. Ich bin so ein Loser. Donner! Gemlässig. Die hat auch keinen Plan. Hatte sie noch nie. Okay, Tony. Das war echt total dufte von dir, dass du mich gerettet hast. Erinnere mich bitte nicht daran. Lass dir lieber schnell was einfallen. Du hast doch sonst immer irgendwelche Ideen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Ich hätte ja eine Idee. Hast du nicht irgendeine Idee? Nein, Rufus. Es tut mir leid. Du hattest recht. Bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen, war der reinste Wahnsinn. Aber jetzt... ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der echte Bastler von uns beiden. Du irrst dich, Rufus. Ich Was? Bin vielleicht ordentlicher, genauer, zuverlässiger, geschickter. Ja, okay. Und um einiges klüger ja, als ja, du. Ja, danke. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber... Er hat recht, Rufus. Du kannst das. Nur ein Verrückter würde jetzt noch auf uns setzen. Und das bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Okay, komm, das ultimative Manöver, das kriegst du doch hin jetzt. Naja, es ist nicht nichts, was ich verbessere als jeder andere. Der Doc klingt unten mega gut. Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Perücke ist nun mal etwas verbrannt. Na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau. Yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperlise zu verwandeln? Ist ja schon gut. Meinetwegen kann's losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Achso, ja. Und auf geht's. Da läuft ja gar nichts. Hast du die Kabelwege überprüft? Ich dachte, das hätte Doc gemacht. Alles muss man selber machen.
Oh, na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Wessen Hand ist das? Psst, da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bin es schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brock. Sei nicht albern, Frau. Du vielleicht, Doc? Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Das Bein. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. Jetzt aber. Das ist blöd. Komplett die Pony eingepackt hinten. Seid ihr damit nicht ein bisschen schwer? Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst, chaotisch, doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten halten besser mal ihren besserwisser Schnabel, die Dummen. Russasser Schnabel, die Dummen. Deponia sieht von einem Hochboot aus ganz anders aus. Glaube ich zumindest, da ich momentan noch gar nicht weiß, ob wir auf dem Hochboot gelandet sind, aber es sieht gut aus. Mehr so mittendrin. Crash. Ach du Scheiße. Das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja, sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10. Sie tun, was sie am besten können. Sie stehen mir im Weg rum. Entschuldigung. Dürfte ich vielleicht kurz mal... Ich störe ja nur ungern, aber... Hallo! Ach, Tom! Huch, Amtmann an Deck! Abteilung, stillgestanden! Jawohl, Herr Amtmann! Oha, ich meine, recht so! Dankeschön! Sehr gut! Backe, noch mehr von der Sorte! Das sind ein bisschen viel von der Sorte. Achtung, Amtmann an Deck. Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann. Ich war... So, und deswegen fahren wir jetzt nach oben. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann, aussteigen, meine Herr. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt, genau. Cletus? Nein, Argus. Du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Hey! Drosselglied. Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Aufwärts, abwärts, abwärts.
Anhalten. Patsch. So, haben wir den schon mal weg. Wow, das war doch mal was. Wow, das war doch mal was. Achso, mehr macht er nicht. Okay, dann gehen wir hier raus. Oh. Ach, Herr Amtmann, endlich. Ja, natürlich. Schon ganz Entschuldigung. Rede natürlich. Na, ach, ja. Ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. In Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das. Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ne, wohl wahr, wohl wahr. Können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, test. Boah, was soll das denn? Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol. Amtmann. Argus. Das bin ich. Noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun stillgestanden das Wort Organon, oh Organon. Das hat er gewusst und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch. Ja, dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, soll ich dir helfen? Dieser Arsch, der hier vor euch steht, ist ein Paradebeispiel für unsere Organisation. Wir alle sind Ärsche. Ja. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Ja, wie komme ich eigentlich dazu? Ja, das ist doch ganz einfach. Genau, schaut doch mal das Logo an. Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier sein Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. Da darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Zur Hälfte Arsch und zur Hälfte Vorbild. Und wenn ich euch anscheiße, dann reicht ihr es einfach nach unten weiter. Die Befehlskette ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Kette von Ärschen, die sich gegenseitig anscheißen. Eine defekatorische Pissrede. Schaut euch doch mal an. Was
das Blöde. Wir verrichten die Drecksarbeit für die da oben. Denkt ihr etwa, irgendeiner von denen hätte Lust, sich die Hände schmutzig zu machen? Den Planeten in die Luft zu sprengen? Deponianer zu terrorisieren? Oder was wir sonst so machen, den lieben langen Tag? Nein. Ich sage euch, die sitzen bequem auf ihren breiten Herrschen. Und diese Herrsche, meine allerwertesten, das sind wir. Nun, ich könnte euch noch tausend weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Herrscher. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Arsch. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Ein Fieberthermometer. Sind Sie zufrieden? Sehr inspirierend. Wie immer. Sauber. Dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke?